Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talked Assassin's Creed Black Flag. So, wir sind wieder auf der hohen See draußen, ja, und nähern uns sozusagen einem kleineren Schiff. Na gut, klein nicht, aber einer lohnenswerten Beute, sagen wir es mal so, ja, die uns Kohle einbringt. Jetzt müssen wir nur darauf achten, wann taucht die auf? Warum taucht er noch nicht auf? Einiges müsste das Schiff schon längst hier auftauchen. Weil einiges hier 10.000 Reales jetzt sein werden. Okay. Riecht nach Beute! Ja, aber. Wo ist das Schiff? Ne, ihr seid nur kleine Schoners. Das Schiff fehlt irgendwie. Okay. Auf Feuer nützt ihr bestimmt nicht. Ist gut genug. Ne. Na gut. Auf dein Zeichen, Captain. Na gut, dann müssen wir es halt anders machen. Gehen wir zur Hauptmission über. Die ist hier hinter der Insel. Wir retten noch den Schiffbrüchigen und fahren jetzt sozusagen dann zur Hauptmission. Die ist hinter der Insel jetzt gleich. Keine Ahnung, was das für eine ist. Ja, mal gucken. Und den da hinten kriege ich noch irgendwann. Irgendwann kriege ich den. Das sind 10.000 Ocken, die wir auf jeden Fall gut gebrauchen können. Weil unser Schiff muss schöner werden. Ein stilles Schiff. Ja. Ach, nur ein Schoner. Ach, wisst ihr was? Ja. Feuer! Ah, komm schon, treff die Bastarde! Echt elegant vorbeigeschossen. Gebt den Wind nach! Feuer! Schieß dahin, Sir! Mehr Segel! Weg mit denen! So. Da ich nicht das teure Schiff bekommen habe, versenke ich jetzt hier jedes Schiff. Na gut, nicht jedes. Aber ja, achso, genau, wollte ich euch zeigen. Ich habe hier ein wenig, ja, weiter rauszoomen kann ich hier nicht, bisschen aufgedeckt und habe noch ein paar Türme hier sozusagen befreit, wie ihr schon seht. Diese Schiffe hier, wie es schon heißt, legendäre Schiffe, sind auch legendär. Also, die sind schon ein wenig anspruchsvoll zu knacken. Die haben noch viel mehr Kanonen als ich überhaupt und naja, So, Mission starten. Trab- und Bramsegel! Holt alles bis auf Hauptsegel reffen! Okay. Oh, der Stuhl knatscht schon wieder. Habt ihr gesehen, das kam gerade aus dem Wasser raus, das Schiff? Eine herbe Enttäuschung bist du, Thatch. Mhm. Er ist entschlossen zu bleiben, sagt er. Zum Teufel mit ihm. Und alle sollen hängen, die dem Bastard in die Vergessenheit folgen. Was für ein Tölpel. Ich weiß, du willst mich nach Hause holen, Kenway. Ich schätze dein Vertrauen. Doch Nassau ist am Ende. Und ich bin es auch. Das sehe ich anders, mein Freund. Jedoch kann ich es dir nicht verübeln. Du suchst immer noch nach diesem Weißen? Ei. Bei einem Überfall letztens hörte ich, dass ein Mann namens Roberts ein Sklavenschiff betreibt. Die Princess. Vielleicht siehst du es dir an. Die Princess. Danke, Thatch. Nun steh nicht da wie ein Fass nasse Fische. Lass uns meinen Ruhestand feiern. Entguckt!
dem Mann sein Frühstück! Lass uns ein paar Flaschen übrig. Ah, ja. Ah, ja. Genau, das war's. Und das war diese nette Mission, mit der sie sozusagen mich damals gelockt haben. Ja. Denn es sah so aus, dass er eigentlich hier sich mit den Leuten richtig unterhält. Ja. Und naja, rausgeworden ist, wie ihr seht, interagiert er gar nicht mit den Leuten. Ja. Und hallo, Männer, Leutnant, ist hier jemand? Ja. Was? Ihr bleibt hier. Schießt auf alles, was sich bewegt. Es war ein Deserteur bei Ihnen, der mein Gesicht kannte. Ich schlitzte ihm die Kehle auf, bevor er mich anschwärzen konnte. Hat euch jemand gesehen? Glaube nicht, Sir. Doch ich fürchte, Kenway hat Verdacht geschöpft. Ihm entgeht nicht viel. Erzählt von diesem Strand. Eine feine Versammlung, Sir. Die meisten sind volltrunken. Das kommt uns sehr gelegen. Erzähl okay. Mir von Teach. Was ist das für ein Mann? Sein Name ist Thatch, Sir. Zumindest nennt er sich so. Ein ganz verrückter Hund ist das. Reichlich lose Planken, Sir. Details, Mann. Hör auf mit dem Gefasel. Nun, Sir, er trinkt sehr viel zum Beispiel. Und hat ein eigenes Getränk. Ein ganz normaler Rumflip, aber mit einer halben Ladung Schwarzpulver zum Abrunden. Habe ich richtig gehört? Er trinkt Schwarzpulver? Ei, Sir. Nur zur Schau. Und erst letzte Woche rief er ein paar seiner besten Männer zusammen und schickte uns in den Frachtraum seines Schiffes, wo er Schwefel und andere stinkende Dinge verbrannte. Wir saßen da im Qualm, als wäre es der Höllenpfuhl selbst, das kann ich euch versichern. Ah, guter ja. Gott. Warum denn das? Er wollte uns auf die Probe stellen, unsere Tauglichkeit testen. Natürlich hat er es wie immer am längsten ausgehalten. Ich dachte schon, ich müsste da sterben, dreckige Wilde. Seid unbesorgt, Soldat. Das wird ihr Ende sein. Na los, es ist Zeit. Schnell, gebt das Signal. Und erinnert euch stets an diesen Tag. Den Fremden verfolgen, ja, ja. Und das war's. Was zum Teufel? Das war's. Ah. Ah! Schnell hier rüber. Wo zur Hölle ist Kenway? Merkt euch diesen Tag! Heute schicken wir die Besten des Königs ins Grab! Alle Segel, Bewegung! Feuer! Kriegsschiff in Sichtketten! Erwarten Befehle! Feuer! Feuer! So. Bereit zu feiern, Sir. Bleib am Feuer! Ein gut platzierter Schreier! Feuer! Feuer! Auf dein Zeichen! Feuer! 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 Ein guter Treffer könnte sie lahmlegen! Feuer! Und wir haben sie lahmgelegt. Los, segeln, macht schon! Raus aus dem Wind! Puh, geschafft. Segel setzen! Das ist so gut wie ohne Gegenwehr fast. Hättet euch ergeben sollen, als ihr noch die Chance hattet. Geht ihr in die Hölle, ja! So. Bringt jetzt, wenn ihr eure Gelb heute retten wollt! Ach, Mist. Mist, Mist, Mist. Schnell nachladen, nachladen, nachladen. Schlag den Kampf zu Ihnen!
Wir schlugen ihnen aufs Haupt! Außer dreien oder vieren! Komm, lasst uns an Bord springen und sie in Stücke hauen! Erledigt sie alle, Jungs! Keine Gnade! Ja, okay. Ich spalte euch alle in zwei! Mann! Wie ergeht dir etwas, mein Freund? Heute werde ich nicht sterben, Bastarde! Komm schon! Nachladen? Oh, Mist! Kannst du frei kämpfen, Freund? Schön und klar? Okay. Kenway! Hier! In einer Welt ohne Gold wären wir Helden gewesen! Ja, der Tod eines großen Piraten. Hol mich der Teufel! Wo ist die Jackdaw? Gegen so viele Schiffe. Uff, da kommen ja noch mehr. Nein, da habe ich keine Chance. Aufs offene Meer entkommen. Sir, was ist mit Thatch? Ist er tot? Gefallen. Captain? Er trinkt Verderben. Okay. Naja, was soll's. Ja, er ist tot. Thatch ist tot. Einer der großen Piraten. Blackbeard. Ende. Das war's. Sein Ruhestand war kurz. Sehr kurz. Setzt jeden Zoll Segel! So. Das heißt, jetzt müssen wir wieder... Segel, die wir haben. Naja. Zur nächsten Mission. Mal gucken. Wisst ihr was? Wir gucken nochmal, ob wir hier bekommen. Ja. Vielleicht haben wir Glück und bekommen den diesmal. Und unser Schiff müssen wir ein bisschen reparieren. Unsere kleine Jackdaw. Ach, Zucker haben wir erbeutet. Okay. So, okay. Ich hoffe, dass das jetzt schon da ist, das Schiff. Bitte, bitte sei da. Ich will die 10.000 haben. Nee, sieht nicht danach aus, ha? Hm. Ist nicht da. Okay. Was sind das für Schiffe? Alles Schoner, ha? Ja, alles Schoner. Na gut, na gut, na gut. Dann mal gucken, können wir mit einer Schnellreise machen? Nein, können wir nicht. Dann müssen wir ganz drumherum fahren.
Dann machen wir hier eine fixe Schnellreise. Dann reparieren wir das Schiff. Und schauen dann sozusagen dann weiter. Erst vom Steuer weggehen. Wir wollen das Schiff reparieren. Ahoi, Captain. May I be of assistance? Ja, Schiff reparieren. Sehr schön. Nee, wir können sonst nichts kaufen. Halt, kaufen. Munition. Natürlich, auf jeden Fall die Mörser. Ach komm, wenn wir schon einmal, dann kaufen wir richtig alles auf. My fair winds favor you. Willst du die Wachen loswerden, mein Freund? Und die Wachen loswerden. So. Okay. Achso, dann kann ich auch erstmal diesen Wegpunkt wegnehmen. So. Halbes Segel, fangt etwas Wind ein. So, Metall rum. Die kann ich mir nicht entgehen lassen. Backbord! Feuer! Sieht wie Feuer! Bereit zu feuern! Los! Regatte! So. Feuer! Farben Englands, ja! Feuer! Bereit zu feuern! Feuer! Ja. Wir haben das Schiff. Oh, was? Ein Sturm zieht auf? Mist. Okay. Wir haben schon mal 7 von 15 getötet. Ah, Mist. So. Dann machen wir es mit Schüssen. Ich dachte, ich kann ihn noch so wegmachen. Hm. Naja, was soll's. Ihr habt doch das Metall gehabt, oder? War das das? Ja, es war das richtige Schiff. Jackdaw reparieren. So, wo sind die anderen Schiffe? Segel setzen, Bewegung! Oh, die sind alle untergegangen. Kriegt jeden fetzen Stoff in den Wind. Okay, dann mach raus aus dem Wind, aus dem Sturm hier. So, da ist die Küste. Oh, diese großen Wellen. Naja, und ansonsten müssen wir halt durch den Sturm mal segeln. Ist halt so. Können wir nichts gegen machen. So, nicht dagegen schöppern. Ich weiß nicht, mir kommt es so schneller vor, wenn ich ganz außen fahre. Rum und Zucker. Ja, nö. Metall. Hättest du Metall gehabt, wärst du meine Beute gewesen. Aber so ohne Metall. Backbord, Captain! Da, eine Art Frachter, Sir! Oh, 65 Metall. Der wär's gewesen. Naja, okay. Vorsicht, Captain. Diese Gewässer werden vom Feind bewacht. Ja. Von Backbord, Sir. Schiffbrüchiger hier, Captain. Ja, Treibgut nehmen wir gerne mit. Ein Schiff, was auf Grund gelaufen ist, oder? Oder ist das der... Ah, oh ja, doch, das...
Feindliche Schiff. Ja, es ist doch ein großer Schiff. Also. Okay. Boah, 150 Metall. Schiff verfolgt uns, Sir! Schoner! Badische Flagge! Hört ihr? Die sind allein, Sir! Die sind nicht allein! Da sind sie am empfindlichsten! Feuer! Da sind sie am schwächsten, Captain! Feuer! Warten auf Feuer! Feuer! Ein paar Treffer hier und sie bricht! So. Das ging ohne Probleme. Und das da hinten? Nur Holz. Aber 150 Metall. Mehr Segelmänner! Großsegel setzen! An die Leinen! Einholen und aufgeilen! Feuer! Ja, der Schwächer! So, und wie kann ein ich jetzt... Wrack mehr! Alles klar für den Aufprall! Ich würde es eigentlich gerne ändern. Hauptsegel! Halbe Segel! Ah, da! So, jetzt! Jetzt konnte ich ändern. Okay. Den Kapitän töten, 20 Leute töten und die Flagge platt machen. Okay. Zack, hier entlang. Wenn sie kommen, fickt sie in den Tod! Mist! Blut und Verachtung! Keiner der Lumpen setzt Fuß auf unsere da. Decks! Da entlang. Halt! Oh, das wollte ich doch gar nicht. Ernsthaft, Kenway. Haltet mein Deck sauber. Verstanden. Ich wollte doch nur, dass du schneller hochgehst. Ich komme da nicht so rüber, wie ich gerne möchte. Komm da weiter runter! Haltet sie zurück! Bald auf dem Meeresgrund! Ach, naja, was soll's. Ach, ich hätte die Flagge wegmachen können, ich Depp! Okay. Ah, Mist. Stirb!
Wie viele kommen denn da noch raus? Ja, okay. Das haben wir schon mal. Zack und ab nach oben. Und immer höher, höher, höher. So. Okay. Freund Hein wird dich bald tot. Kann ich das Schiff zu meiner Flotte hinzufügen? Mal gucken. Hm. 1000 Reale, Stoff, Zucker, yeah. Nehmen wir mit dazu. In meine Flotte. Fette Beute, Captain. Oh yeah. Großsegel, los geht's! So. An die und nee, holen. Den holen wir uns jetzt nicht mehr. Segel setzen! Das wäre sonst. Hoch, Leute! An die Bramsegel! Obwohl, warte mal, warte mal, warte mal. Hier ist doch eine Insel. Alle außer Großbergen! Mit Schmöckes, holt halt, sie nieder! Wir drehen nochmal hier! Alle Segel niederholen! Wir drehen hier! Halbe Segel, fangt etwas Wind ein! An die Starken, so. Wir holen dich. Na, wenn schon, dann will ich auch gleich hier das aufgedeckt haben, deswegen. Also, ab dahin. Mehr Segel, alle Segel! Ich weiß nicht, wann die markierte Punkt überhaupt verschwindet oder bleibt. Ich weiß es gar nicht. So. Was? Welche Klüsen? Mach die oben auf. Nee, mach die Klüsen auf, heißt es eigentlich. Klippe voraus! Gebt den Wind nach! So. Gaffelsegel lockern! Alle Segel raffen! Bringt den Kahn zum Stillstand! Captain ist im Meer! Ach Mist, ich dachte, er kann da hinlaufen. Holen wir uns erstmal den Aussichtspunkt. So, Aussichtspunkt, ich komme. Keine Ahnung, wie er den Rest sehen soll sonst. Aber naja, okay. So. Okay. Schildig, schildig, schildig. Ja, okay. So, Fragment geholt. Aber bevor wir zur Mission gehen, mache ich noch schnell die Insel hier. Mit euch. Gegen euren Willen, mit eurem Willen, wie auch. Wartet mal. Mir hier nicht irgendwie. Die könnte es doch sein, hä? Da oben in der Ecke. Hä? Die hier oben vielleicht?
Ich probier's einfach mal. Hier oben in der Ecke vielleicht irgendwo? Hahaha, was haben wir denn da? Reales. Ich wusste es doch, dass wir hier noch was hatten. Okay, eine Truhe. 1, 2, 3, 4 Truhen. Eine Kiste und eine Dings. Okay. So, nehmen wir erstmal mit. Na. So. Drüben ist die nächste Kiste. Ah, hier oben. Okay. Sogar ein Bewacher ist dabei. Okay. Ach. So, jetzt haben wir schon mal zwei von denen. Knochen Ozelot. So, sehr schön. Das ist alles für die Herstellung. So, hier lief da noch einer rum. Ah ja, da. So, ich nehme mal vier mit. Sicher, sicher. Oder ich sitze an der Palme fest. Ah, Mist. Mist, 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 Mist. Bleib hier. Noch läufst du hin und her, gut. Ah, mal abwarten. Ja, ich hab ihn. Oh. Naja, sieht doch ganz nett aus. Gleich daneben. Der Tag hat sich gelohnt. Ja, eine neue Schatzkarte. Ah, da waren wir schon bei den Tempeln. Erstmal das Tier schnell häuten und dann haben wir, glaube ich, genug Ozelotze erstmal uns geholt. Hoch. So, und jetzt nur noch die Flaschenpost. Dann sind wir fertig. Nase juckt. Die Nase juckt. So. Na.
Hättest du die Flasche auch behalten können und den Korken? Ich weiß, Piraten denken anders. Wieder ein Brief, ja. Irgendwann, wenn ihr genug Langeweile habt, dürft ihr alles lesen. Ich hab sie nämlich nicht, die Langeweile. Ja. Sind eh nur Sammelobjekte. Ich glaube, kaum einer hat sich die jemals durchgelesen, der einfach nur gezockt hat. Nee, ich lasse die Katze in Ruhe. Da ist das blöde Boot. Okay. Öffnen und trimmen! So. Jetzt können wir einen Zahn zulegen. Was hast du? Rum und Zucker. Ja, nö. Oder? Wollen wir? Ne, so weit kommen wir noch nicht. Ach komm. Alle Mann auf Posten! Gebt den Befehl, Sir! Sieht nach einer Feuer! Feuer! Spanier! Scheint allein zu sein, Sir! Bereit zu feiern! Feuer! Wir lassen die Haare fliegen und entern, Sir! Na ja. Holt die Landratten ein! Warte, komm zu ihnen! Ach! So. Nochmal die ganze Krütze nach oben. Ja, reparieren. Oh, machen wir Bekanntheitsgrad weg. Ist gut. So. Segel setzen, Bewegung! Beute haben wir ja eh bekommen, also. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um das Schiff zu verstärken, Sir. Seht ihr das da? Locker trimmen, oh, alle Segel, was haben wir denn da alles? Alle Segel bergen, habt ihr nicht gehört? Gib mir etwas wahr! Küstenfonds. So viel Segel, wie ihr könnt! Wahnsinn! So, wir segeln mal ganz kurz hier hin. Auf geil! Nehmt Druck vom Bau! So. Auf die Türme zielen, Cap! Holder, Segel klar! Feuer! Wir müssen diese Türme klären! Da sind sie am empfindlichsten! Nichts als Salzwasser! Warten auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür Feuer! Wissen. Wir müssen ausweichen! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht! So? Ihr sich schon wie Feuer! Alles! Na? Die schießen auf uns! Feuer! Da, Captain! Da sind sie am empfindlichsten! Feuer! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Feuer! Lassen sie dafür bezahlen! Feuer! Ja, Captain! Gegner feuert! Konzentrier dich aufs Ruder, Captain! Feuer! Okay. Bereit zu schießen, Captain! Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und Feuer! Sie bricht! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Bereit zu feuern, Captain! Ach Mist! Wir
Lasst uns versenken! Feuer! So, auch diese Scheiße haben wir weg. Sie geht gleich und... Einholen und aufgeilen! Vieren und Fahrt aufnehmen! Na, wenn wir schon dabei sind, dann können wir auch das Fort einfach platt machen. Ihr reibt den Wind so gut sie es kann! Nehmt die Rahen aus dem Wind! Halber Wind, Männer! Beruhigt sie! In die so, Wand! Alle Segel raffen! Kopfsegel aufgehalten! Kopfsegel bergen! So. Und weiter geht's. Oh, das ist nett. Gleich ein Fahrstuhl nach oben. Da kann ich nicht entlang, aber hier. Ah, Mist, er hat mich gesehen. Ach so. Okay, ab zum nächsten. Na, du kommst zu mir. Ach so, machst das, okay. Und ich kann nichts dafür, das hat bei ihm Puff gemacht. Kann sich bei ihm bedanken, ja? Er hat dich umgebracht, nicht ich. Ich habe gar nichts gemacht, ja? Ich war ganz lieb und nett. Ich hole mir nur ein paar Kugeln. Geht mir aus dem Weg, ich will Leichen plündern. Eigentlich nicht, aber naja, was soll's. Kann ich hier nicht... Nee, kann ich nicht. Okay. So. Das war's. Muss ich irgendwie gucken, wie ich gleich Munition nochmal bekomme, richtig. Obwohl, ich müsste in der Stadt und Kurier abmurksen, überwinden. Oh, was haben wir denn da für ein Tier? Ja, aufgedeckt. Schwertwal, yeah. Den nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Necesito algo. Gucken, können wir hier irgendwas? 200, ja, komm. Sonst nichts mehr. Munition. Mörser kaufen, ja. Fässer kaufen, ja. Achso. Klar, ich habe stärkere Drehprassen gekauft. Stimmt ja. Viel, viel stärkere. So. Müsst ihr verschwinden, Freund? Hoch da. Keine Lust, das vorab zu suchen, mit dem ganzen Zeug erstmal.
Nein, ihr habt das ganze Eisen verballert. Seid ihr bekloppt? Das schöne Eisen, was ich brauche. Na gut, dann gehen wir mal halt auf Schwertfischjagd. Och, jetzt ist er versunken, der Schiffbrüchige. Ein Sturm sieht übel aus. Also ich meine, so sind wir schneller, als wenn ich so fahre. Es fühlt sich aber auch nur so an. Ja, ein Sturm braut zusammen. Und was machen wir? Wir fahren direkt mitten hinein. So. Bei den Schwertfisch will ich haben. Oh, guck mal. Ein Orca. Muss ich gerade überlegen, wie heißen die denn noch? Belugas? Heißen die auch Belugas? Ich glaube schon, oder? Da ist das Vieh! Captain, Fleisch für die Suppe! Nur eine... Leesegel einholen! Bindet die Harpunen los! Yeah, bestes Wetter zum Harpunieren. Und die See ist auf einmal ruhig. Da ist der! Festhalten! Es geht los! Hab ihn! Ach, Mist. Och, das darf doch nicht wahr sein. Nein, verdammt! Seht ihr was? Mist. Achtung, Steuerbord voraus! Ach, Vorsicht, Jungs! Der ist gefährlich! Steuerbord, Backbord, okay. Vorwärts, vorwärts! Du hast ihn, Captain! Ich hab ihn. Festhalten! Treffer! Na. Hab ihn! Er hat sich losgerissen! Seht ihr irgendwas? Nicht sein. Schön, das Wasser ist wieder schön klar geworden, das Wetter. Er kommt auf uns zu! Das ist es! Ruhig jetzt! Festhalten! Nein! Oh. Das schmeckt ihm nicht, ne? Ja! Der Bastard hat das Seil zerrissen! Und noch 22 Harpunen. Ich weiß nicht, ob das was wird. Er kommt auf uns zu! Das Seil hält direkt stand! Voraus! Ruhig jetzt, Jungs! Ein Treffer da und das Wort! Okay. Übelst. Sieh dir mal das Riesending an! Ja. Den kriegen wir noch nicht mal ganz aus dem Wasser raus. Feine Ausbeute, Sir. Ich frag mich echt, wo Kenwood den hinpackt. So viel Fleisch könnt ihr doch gar nicht essen. Mehr Segelmänner! Aber naja. So, mal gucken. Ganz kurz gucken. Sind nicht mehr weit entfernt. Buckelwal. Kommt, wir riskieren noch den Buckelwal zu machen, ja? Den Buckelwal und dann gehen wir zur Mission hin. Das, ja, so machen wir's. Was haben wir hier? Wieder nur ein Schoner, ne? Auch nur ein Schoner. Na, ne, Brick. Ja, ist hier der Wal. Stufe 3. Na, die habe ich ja. Ich bin ja schon. Ich glaube, das Boot ist soweit ausgebaut. Ein Buckelwal! Patsch! Also Top-Segelberg! Findet die Harpunen los! Okay.
einiges ungern, so einen Buckelwal zu töten. Ich mag die Tiere. Aber ist ja alles nur ein Spiel. Die Haken! Sonst schlüpft er uns noch davon! Ruhig jetzt, Jungs! Dort! Geschafft! Sehr gut! Er wird schwächer! Dort! Das Seil ist los, Captain! Ja, das habe ich gemerkt. Hat das jemand gehört? Das tut er gar nicht, Captain! Der Dart! Wo ist er? Der ist gefährlich! Komm's, Toto. Da ist er! An Backbord! Na! Seil ist sicher, Captain! Festhalten, Männer! Treffer! Hab ihn! Das Biest ist verletzt! Achtung, Schwanzflosse! Er färbt das ganze Meer rot! Geschafft! Na? Ha! Er ist los, Captain! Verdammt! Augen auf, Jungs! Oh, direkt vor uns? Gebt ihm nochmal das Eis! Festhalten! Festhalten, jetzt Männer! Das Biest ist tot! Ja. Okay. Brauche ich alles für Sachen ausbauen? Dass das Schiff nicht kentert, ist schon echt hart. Feine Ausbeute, Sir. Piratenschiff und du Spanier. Okay, und los geht's. Wir müssen umsichtig sein. Diese Gewässer werden gut bewacht. Alle Segel, Bewegung! Ja, wir wollen ja zur Mission hin. Was ist denn überhaupt mit dem Piratenschiff hier? Seid ihr gerade... Also ich sehe genug Beute, die ihr machen könnt. Da drüben. Wow. Noch ein Buckelwal. Anker fallen lassen. Mission starten. Das ist schon die Mission? Oh ja. Okay. Also Thatch hat's erwischt. Verflucht. Ja. Das waren zu viele. Ich kam nicht hin. Zum Teufel auch, er war stark, doch sein Herz war zweigeteilt. Ist schwer, das gewohnte Leben loszulassen. Ei. Mein dämlicher Alter prahlte immer damit, dass er sich sein eigenes Schiff kaufen würde. Ich hole mir einen Kaperbrief, Charlie. Dein Vater wird noch Kapitän. Er trank ihm Whisky, bevor er in See stach. Also, Kenway, ich habe über deinen Plan nachgedacht. Dieses Observatorium, von dem du faselst, weißt du, wo es ist? Wir suchen ein Sklavenschiff namens Princess. An Bord ist ein gewisser Roberts. Der kann uns hinführen. Sklavenhändler arbeiten für die Royal African Company. Bringen wir eins ihrer Schiffe auf und stellen ein paar Fragen. Oh ja. Öffnen und trimmen! Wie ist der Kurs, Captain? Wir suchen Sklavenschiffe. Solche im Dienst der Royal African Company. Du willst doch jetzt wohl nicht mit Menschen handeln, oder? Nein, guter Gott. Du solltest mich besser kennen. Wir suchen nur nach Informationen. Wir müssen wissen, wo die Princess vor Anker geht. Die Princess? Ein Sklavenschiff. Ei. Blackbeard sagte, die Chancen stünden gut, dass der Weise an Bord ist. Das ist nicht zum Herumspielen da. Herz los, die Trimmung stimmt nicht. Captain, Lane hat gerade ein Handelsschiff versenkt. Verdammt! Kann dieses Tier sich denn nicht an Abmachungen halten? Das ist
Was denn? Ich hätte es doch auch versenkt. Ich hätte es doch auch versenkt in Wirklichkeit. Schlechtes Wetter. Einfach nur schlechtes Wetter. Wir sind sicher nahe am Ziel. Mal gucken. Wir Segel rammen raus aus der Bö! Halbe Segel, fangt etwas Wind ein! Keine Ahnung, warum der so komisch gefahren ist gerade eben. Kräft die Taub- und Bramsegel! Drehsegel hoch, auf! Es sind hunderte Unschuldige an Bord. Ich weiß, ich weiß. Schwertwahl. Bram! Marssegel! Das Schiff entern. Okay. Ich würde ja gerne sofort ja. Aber naja. Wir tun jetzt hier das Schiff entern. Rückt ihr sich schon wieder? Schulter oder Fockmast. Sie schuld, Captain! Das Sklavenschiff fließt! Bring uns ran! Sind bereit, Sir! Feuer! 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 Sind bereit, Sir! Feuer! Verdammter Captain Vane! Glücklich mit allem, was er hat. Wir gehen näher ran. So schnell wir können, Sir! Feuer! Feuer! Ja! Ja! Feuer! Feuer! Erwarten Befehle! Ich kann nur mit Kettendingern schießen, gerade eben. Feuer! Bring uns da ran! Ja! Sind nah genug. Kommt an Bord, Jungs! So schnell ihr könnt! Okay. Keine Ahnung, warum. Finde diese Bastarde, Captain Way. Ich bring die Kerle um, die mein Schiff versenken. Bleib ruhig. Denk daran, was wir vorhaben. Richtig abgepasst, können wir das Rohr zu unserem Vorteil nutzen. Einholen! Einholen! Wanden hoch und treffen! Treffen! Feuer! Bis dahin, Sir! Feuer! Bereit zu feuern! Feuer! Vorsicht, Captain! Segel setzen! Bewegung! Ach nö! Wo ist der Verfluch? Feuer! Sie haben uns, Captain! Ja, noch nicht so ganz. Gerammt. Alle außer Großbergen! Ja, Herr Captain, eine Seite genau. Feuer! Lass Feuer! Rammen, am Ziel vorbei! Alle setzen und schaffen zum Wind ausrichten! Feuer! Wir haben getroffen, Sir! Feuer! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Vorsicht, Kenway! Wir wollen das Schiff kapern! Alle Segel, sie verträgt das! Feuer! Das ist die Rotze, das wird sie versenken! Feuer! Runter auf den Grund! Ja, ich mach ja schon. Bringt jeden fetten Stoff in den Wind! Sind bereit, Sir! Vorsicht! Ihr prallt zusammen! Sie geht gleich unter! So. Das Schiff wollen wir entern. Das habe ich verstanden.
Vorsicht, Kenway. Wir wollen das Schiff kapern, nicht versenken. Ja, welches ist das hier nicht, wa? Mehr Segelmänner! Mehr meine Segel, das hier. Alle Segel! Die pissen sich an! Yo, heave, go! Töten, töten, ja, okay. Wir gehen rüber, such den Captain! Kommt nur her, ihr Rabauken, ihr stinkenden Kopfläuse! Kanonen und Stahl sind lauter als Stock und Spucke. Ich hab einfach die Schnauze voll. Such jetzt den Captain. Der Captain sagt, die Princess läuft alle paar Monate Kingston an. Also gut. Wir setzen Kurs. Meine Takelage hängt in Fetzen, ihr Hurensöhne. Ihr schuldet mir was. Verdammt, Wayne! Oh, Charles. Teuflischer Hund. Leg dich nicht mit mir an, Charles. Aber ich möchte mich mit dir anlegen. Charles. Die Jungs und ich hielten einen Kriegsrat. Während ihr eure Zeit vergeudet, sagten sie, ich wäre ein besserer Captain als ihr hellen Hunde. Ich schneid dir ein paar neue Löcher, Verräter! Die verkaufe ich für 10 in Kingston. Doch bei euch zwei Saufnasen darf ich kein Risiko eingehen. Das wirst du bereuen, Rackham. Ich bereue eh schon zu viel. Bindet sie fest! Werf sie raus! Ernsthaft? Ich krieg dich, Jack Rackham! Ich schneid dich auf, reiß dir das Gedärm raus und bespann meine Laute damit! Lass das verdammte Geheule, Wayne! Das hilft uns gar nicht! Sieh an, der berüchtigte Edward Kenway spricht, hä? Verrat uns, Captain, was tut in dieser misslichen Lage? Was schlägt unser Meisterhirn vor, wie wir ein Schiff ohne Segel und Ruder steuern? Halt dein Maul! Ja, scheiße. Okay, ja, das haben wir alles wunderschön geschafft, aber kacke. Hat er gerade unser Schiff geklaut? Die Drecksau? Ey, das darf doch nicht. Piraten, dreckige Piraten. Macht ihn jetzt Edward. Bleib schön ruhig. Ich nehme mir die Austern, die du hortest. Du Memme! Hier gibt es genug zu essen, wenn du nur die Augen öffnen würdest. Meine Augen sind auf. Und was zum Essen habe ich auch. Nein. Ernsthaft? Lauf mir nicht hinterher. Hörst du mich? Brauchst mich nicht zu suchen. Armer Irrer. Ah ja. Dann durchsuchen wir mal hier die Dings. Ja, toll, ey. Ohne Schiff. Wieder bei Null anfangen. So einfach kann's gehen. Aber was macht der Papa? Der Papa plündert erstmal ein paar Kisten. Ach, da liegt die Flasche.
So, wenn wir schon dabei sind, können wir auch den Rest alles sammeln. Naja, die Flasche hätte er jetzt aufheben können, also für sauberes Trinkwasser. Aber naja, okay. So. Der letzte Rest. Meine Kinder machen auch schon eine Randale draußen. Okay. Oh, Temp. Wartet mal. Okay, hier gibt es mehrere Sachen. Affen. Okay. Gut. Reichtum und Ruhm auf dieses Lied. Komm! Ja, wir kommen gleich. Lasst uns trinken, solange das Herz schlägt. Denn es trinket sich schwer, wenn es uns nicht mehr trägt. Und wer nicht mit uns diesen Prosit teilt, drunten bei den Toten, drunten bei den Toten. Drunten bei den Toten, bald er vorbei. Ah. So, erst mal die Kiste mitnehmen. So. Wartet, bevor ich da weiterhin renne. Hätte ich doch schon gerne das Teil. Okay. Schwarzer Jaguar, alte Scheiße. Knochen. Panda-Pelz, yeah. Okay, war das? Hier hoch kann ich. So. Ich sehe sonst kein Panda mehr gerade, nö. Okay, ganz kurz gucken, ob ich auch alles mitnehme. Na los. So. Nur mal die Schatzkiste. Mit den Fischern und ihren Booten, Kenway! Diese Insel gehört mir! Komm nur her und ich köpf dich, Bastard! Es war deine verdammte Fantasie, die uns hierher brachte, Kenway! Verflucht soll ich sein, wenn ich auch nur noch ein einziges Mal auf dich höre! Wirst du nun mit mir reden, Wayne? Oder bist du des Wahnsinns? Wahnsinn? Ja! Es ist kein Wahnsinn, wenn ein Mann ums Überleben kämpft, oder? Ich will dir nichts tun, du Kasper! Nun lass uns das klären wie Gentlemen. Ja, ich bekomme Kopfschmerzen von deinem ganzen Geschwafel. Bleib zurück und lass mich in Frieden leben. Gerne, wenn du aufhörst, mein Essen zu stehlen und das Wasser, das ich fände. Ich höre nicht auf, bis du deine Schuld mit Blut begleichst. Wegen dir haben wir nach Sklavenschiffen gesucht. Und wegen dir hat mir Jack Rackham meine Crew... gestohlen. Ja. Wir drehen die ganze Grütze. So. Ist okay. Hi, noch ein Schlüsselstein. Finden wir hier unten auch noch ein paar Sachen drin? Ich glaube nicht, ja.
Nö, sieht nicht danach aus. Aber zu dir da hoch würde ich gerne noch wollen. Ha, so. Na los, hoch da. Stell dich, Mann! Feigling! Rieseninsel, ihr könnt ja beide zusammenleben, ist doch egal. Aber naja. So. Die Kiste. Jaguar und Krokodile immer noch. Pumas. Aber ich sehe keine Pumas. Also kann der Papa runter. Oben die Kiste. Okay. Noch höher. Dann doch so hoch. Na. Da sind Krokodile. Ganz kurz. Nein, das wollte ich eigentlich. Nein, nein. Auch nicht. Ich wollte auf die Karte gucken. Oh, das war's jetzt, ne? Mehr haben wir hier nicht. Okay. Ah ja. Ich sagte, komm mir nicht nach. Doch, du hast den Verstand verloren. Ist ein fairer Tausch, dafür habe ich diese Flinten und Granaten. Hör zu, Wayne. Damit könnten wir jagen gehen. Haha, das werde ich auch. Idiot. Fetzen sind alles, was von dir bleiben wird, Kenway. Du kannst dich nicht verstecken. Ich treib dich raus! Ich will dich nicht... Ja, nix da. Märchen haben uns das eingebrockt, Kenway. Verdammt soll ich sein, falls ich jemals wieder auf dich reinfalle. Mach weiter so und ich muss dich töten, Wayne. Versuch's nur. Sei mein Gast. Ja. Wieder ein Jahr. Puma. Ich sehe dich kommen, Hund. Ich sehe dich klar und deutlich. Du bist meiner.
unerwartet. So. Okay. So. Da oben ist er. Ich sehe ihn schon. Nur einer von uns zwei wird die Insel lebend verlassen, Waliser. Denn ich segle nicht in einer Welt, die mit deiner Visage gestraft ist. Ach, ernsthaft, warum töten? Ich schieße dir was weg. Noch nicht tot? Hier! Kein Entkommen vor mir! Ich treib dich raus! Oh, das war falsch. Nö, richtig. Ich habe hier einen Schatz gefunden. Kein Entkommen vor mir! Du kannst dich nicht verstecken! Aber ich will mich doch auch nicht verstecken. Ich soll dich doch schließlich töten. Ich schieß dir was weg! Ich spreng dich in die Hölle! So. Fetzen sind alles, was von dir bleiben wird, Kenway! Komm vor mir! Synchronisieren. Ich treib dich raus! Ich tue das ja Du kannst dich nicht verstecken! Gott, verdammter dreckiger Hund, Wayne! Ja. Ja, du Waschlappen. Du hast es nicht mal zu Ende gebracht. Verflucht noch eins. Ist das mein Lohn dafür, dass ich an die Menschen glaube? Dass ich selbst einer dreckigen Ratte wie dir ein Mindestmaß an Verstand zutraue ab und zu? Vielleicht hatte Hornigold recht. Vielleicht braucht die Welt wirklich Männer mit Ehrgeiz, damit Kerle wie du nicht immer alles vermasseln. Oder vielleicht... Vielleicht hast du nicht die Eier, ohne Reue zu leben. Hat mir keinen Platz in der Hölle frei, Scheißkerl. Ich komme nicht so bald. Er hat im Leben gelassen, ja. Oh, alles geschafft. Wunderbar. Ja, mal gucken, wer da kommt. Okay. Haben wir ihn zurückgelassen auf der Insel? Oh, zu Hause. Ein Jahr später schon. Ganz allein einen Fischkutter gestohlen. Bemerkenswert, Captain. Dem Schwachkopf meine Brick wieder abzunehmen auch. Wieder einmal danke ich euch. Der Blindgänger hat nicht mal 2 Monate gebraucht, bis er zurückgekrochen kam nach Nassau. Hat gleich das Pardon angenommen. Ich musste, Leute. Dieser Ortschuss hat es auf mich abgesehen. Halt dein Maul, Rackham.
Also, was nun? Jagst du noch deinen flüchtigen Reichtum? Ei, bald hab ich ihn. Der Heimathafen des Weisen ist Kingston und sein Schiff ist die Princess. Du musst deinen Ehrgeiz besser nutzen, Kenway. Such den Weisen mit uns. Ich ertrage dich und deine Mystiker nicht, Mary. Ich will das schöne Leben kosten. Das leichte Leben. Ein ehrlicher Mann hat kein leichtes Leben, Edward. Ja, das stimmt. Und sich danach zu sehnen, das schmerzt am allermeisten. Also gut, Rackham. Zurück aufs Altenteil. Okay. Puh, ja. Bevor wir aber jetzt mit der Mission weitermachen, verabschiede ich mich jetzt erstmal hier von euch. Werde dieses verkackte Wetter nutzen, um unsere Hütte weiter auszubauen, ja. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und erstmal ciao, ciao euch.